Willkommen im Stempelpalast. Heute zeige ich dir ein Board, welches wir bei uns im Katalog verkaufen. Nämlich auf der Seite 204 gibt es hier unten ein Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten und damit kann man solche Tüten erstellen. Das wollen wir heute tun. Hier haben wir das Board, gibt es inklusive einer ausführlichen Anleitung. Aber im Video ist es immer einfacher, also mache ich dir schnell ein Video. Ja, wie gesagt, wir wollen heute eine Tüte machen. Mit diesem Board können wir ganz einfach drei verschiedene Größen machen. Small, Medium und Large. Darum geht es da, also bei diesem Small, Medium und Large geht es um die Breite. Dieses hier ist eine Small-Tüte. Dieses hier ist eine Medium-Tüte. Und diese hier habe ich jetzt mal in Large gemacht. Und wenn ihr das so mal nebeneinander stellt, seht ihr, die Tütentiefe bleibt immer gleich. Passt gar nicht alles auf ein Video drauf hier. Ich drehe es mal so rum. So, die Tütenbreite bleibt immer gleich. Das Einzige, also die Tiefe, das Einzige, was sich eben ändert, kann man so vielleicht sehen. Wir basteln hier rum. Ihr kriegt das alles zu sehen. Ich verspreche es euch. Da sieht man es. Die Tütenbreite ist eine andere. Je nachdem, ob man jetzt eine S, eine M oder eine L-Tüte nimmt, seht ihr hier. Entschuldigung. Ich habe mir hier schon aufgeschrieben, die Höhe. Die können wir nämlich auch variieren. Und ich kann euch sagen, bei einer Tütenhöhe größer 18 cm kriegt ihr auf dem Board Schwierigkeiten. Denn dieser Teil hier auf dem Board ist ungefähr 15 cm. Und hier drin verschwinden 3 cm, das seht ihr gleich. Und wenn ihr mehr wollt, steht das hier hinten drüber. Ihr könnt das vielleicht so mal sehen. Jetzt steht es hier hinten drüber. Und ich kann nicht richtig diese Linien hier nachfahren, um hier hinten zu Ende zu knicken. Also 18 cm maximal Tütenhöhe. Wir machen heute Tütenhöhe 15. Allerdings habe ich das nochmal nachgemessen. Ich habe mich erst an der Anleitung aus dem Internet orientiert und habe das jetzt halt nochmal nachgemessen. Wir kommen nicht richtig hin mit 3,2 cm. Seht ihr das? Sind eigentlich eher 3,4 cm für die Laschen hier unten. Und deswegen ist die Tüte jetzt dann 15,4 cm und dann bleiben uns hinterher nämlich 12 cm. Ja, so ungefähr kann man das sehen. Also das ist jetzt das, was fehlt. Ne? Wenn ich hier tatsächlich 0 mache, fehlt uns hier hinten 2 mm. Ich möchte eine 12 cm hohe Tüte haben, also gebe ich 2 mm dazu, dann bin ich bei 15,4. Also 3,4 cm braucht ihr hier hinten. Ungefähr für den Abschluss, den bauen wir hier ja mit. Und Tütenhöhe könnt ihr euch, wie gesagt, frei aussuchen. Und Tütenbreite steht hier auf dem Board. Für eine S-Tüte sind es 10 Inch oder 25,4 cm. Eine M-Tüte hat 11 Inch oder 27,9 cm. Und die L-Tüte hat 12 Inch oder 30,5 cm. Das ist die Länge des Papiers. Schwupp, wir machen aus Chili unsere Tüte heute. Und dieses hier ist jetzt, passt auch schon nicht mehr ins Bild, die M-Tüte mit 11 Inch. 15,4 hoch, hatte ich schon gesagt. Und dann habe ich für euch noch den ersten kleinen Tipp, schon bevor wir überhaupt anfangen. Ihr kennt mittlerweile ja schon diese Geschichte hier. Vom Schnitt. Nein, du fokussierst hier oben. Hier fokussierst du, genau. Vom Schnitt. Das ist eigentlich die Unterseite. Und damit ihr hinterher auch eine schöne Kante kriegt, oben an der Tüte, legt ihr die Schnittkante da rein.
Dieses hier wird nämlich die Unterseite der Tüte und dieses ist die Oberseite der Tüte. Sodass ihr also diese Schnittkante, wie gesagt, das ist die Unterseite der Schnittkante, wie sie aus dem Brett gekommen ist. Wir machen mal die Schrift weg. Ich glaube, wenn die Schrift weg ist, kann man es ganz gut sehen. Hier, da, genau. Die legen wir einfach, wie gesagt, nach unten rum, hier wieder rein. So, dann hat dieses Board hier unten so einen kleinen Stift versenkt. Den brauchen wir dazu. Dann drehen wir uns das Board mal in die Arbeitsrichtung. Auch wenn das jetzt leider gerade nicht so richtig mehr zusammenpasst. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich schiebe euch das alles genauso hin, dass ihr alles gut sehen könnt. So, unsere Startlinie ist Startlinie. Die steht hier. An dieser Linie legen wir jetzt dieses Papier an. Und zwar oben an dem Widerstand. Genau so weit bis oben zu dem Widerstand. Seht ihr hier unten? Da kommt jetzt der Arm von meinem Video-Equip in Weg. So, hier unten haben wir jetzt Platz. Ne? Ich sagte, die ist 15, aber drei verschwinden. Das sind die drei, die unten jetzt fehlen. Ich liege an der Startlinie an. Und jetzt gibt es hier oben so ein Gebilde. Da kann man drauf drücken. Mit ganz viel Schmackes. Deswegen mache ich das gleich mit beiden Händen. Und kleiner Tipp von mir, drückt am oberen Rand von diesem Punch, damit ihr das leichter runterkriegt. So. Dann nehmen wir unser Hilfsmittel und ziehen dieses Dreieck nach. Pfeile sind hier überall schon. Also einmal hier lang, dann wieder hoch. Dann brauchen wir diese horizontale Linie einmal bis zum Ende. Wir brauchen diese Linie hoch. Vorführeffekt, ne? Sieht man. Also ihr müsst ein bisschen hier in dieser Nut bleiben. Ich habe auch schon mal von hier unten gearbeitet, denn wir brauchen auch die Side 2. Ich zeige euch das hier nochmal. Ne? Das produzieren wir gerade. Also Side 2, du kannst dann auch hier unten anfangen. Dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass diese Ausrutscher wie hier nicht passieren. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben die Ecke angerundet. Manchmal passiert sowas leider. Da kann man schnell mit der Schere hinterher arbeiten. Einfach schnipp, schnapp. So, hat keiner gesehen. Was leider passiert bei diesem Board ist, dass das Dreieck nicht komplett zu ist hier. Dann kannst du es aber einfach hier nochmal anlegen und das hier richtig zumachen. So, also das Dreieck, die Seitentüte, dann die zweite, also Side 2 steht hier, so. Und jetzt legen wir Side 2 auf diese Startlinie drauf. Hier, Startlinie. Da kommt Side 2 drauf. Und wenn ihr das alles schön ausgerichtet habt, dann drückt ihr wieder den Knopf herunter. Fahrt jetzt nur bitte die horizontale Linie lang, führt sie fort und jetzt ist das Ganze, wollen wir eine M-Tüte machen, also nehmen wir hier bei M die Linie und das war's auch schon, denn jetzt haben wir diese Seite produziert. Dann legen wir unsere neue M-Linie wieder auf den Startpunkt. Das ist unsere neue Startlinie. Und jetzt machen wir wieder eine Seite, also erst herunterdrücken, das Dreieck nachzeichnen, die horizontale Linie weiterzeichnen und die zweite Seitennaht.
Und dann nochmal die zweite Seitennaht auf die Startlinie. Jetzt brauchen wir wieder keinen Triangel, weil wir jetzt wieder eine Vorderseite machen. Wir brauchen die horizontale Linie und die M-Linie. Und dann brauchen wir nochmal diese M-Linie hier vorne, um einen letzten Punch zu machen. So sieht es jetzt aus. Und jetzt könnt ihr hier einfach schnipp abschneiden. Das wird ja eine Klebelasche hier. Ich habe euch jetzt noch mal ein helles gemalt. Das ist jetzt ein bisschen kleiner, weil es nur zur Veranschaulichung dient. Schaut mal hier. Und alles, was jetzt rutschraffiert ist, kriegt Klebe. Ich habe ja, wie ihr seht, auch zwei verschiedene Böden ausprobiert in meinen Anschauungsmaterialien und stelle fest, dieses hier finde ich nicht hübsch. Dieses finde ich sehr viel schöner. Und das bedeutet für mich, die Seiten werden angeklebt und hier kommt einmal doppelseitiges Klebeband dran. Ihr müsst nur aufpassen, ihr könnt nicht die ganzen Laschen einschmieren, denn, kann man das sehen, ganz bisschen kann man das sehen, innen drin, dass der Boden ist nicht zu. Also ihr seht die einzelnen Laschen. Und wenn ihr jetzt alles voll mit Klebe macht, dann klebt hinterher der Inhalt an den Boden fest. Das war bei dieser hier ein bisschen, oh ja, hier kann man sogar etwas besser sehen. Das war ein bisschen einfacher hier, aber es hält halt nicht so viel, finde ich. Und es sieht halt auch sehr unschön aus. Darum würde ich es nicht so kleben, sondern so. Also erst die kleinen rein, dann mit den großen zumachen. So, und dann kann unsere Tüte auch noch Löcher kriegen. Und hier seht ihr, da ist mir ein Missgeschick passiert. Beziehungsweise ich habe halt auch erstmal probiert mit diesem Board. Ich habe das auch noch nicht so lange. Und zwar habe ich hier aufgemalt, welche Striche ihr braucht für die Löcher. Ja, wie machen wir Löcher? Das zeige ich euch auch schnell an meinem roten. Hier unten liegen jetzt übrigens diese Nasen, die wir da rausgestanzt haben. Die können weg. Hier hinten ist diese Stanzeinrichtung und wie ihr sehen könnt, gibt es hier auch Löcher. Und es gibt hier oben eine Nase, die wir jetzt brauchen. Wir nehmen wieder das, was wir hier wickeln wollen. Und jetzt habe ich euch hier auf diesem Teil genau aufgemalt, wo die Nase ansetzen muss, nämlich bei den blauen Strichen. Und bei dem ersten, deswegen sieht das hier so doppelt gelocht aus, habe ich sie an jedem gefalzten Strich angesetzt. Und dann, wenn wir die hier ansetzen, locht sie hier nämlich nochmal. Das wollen wir nicht. Also, ich lasse euch das zum Vergleich mal eben hier drauf liegen. Wir legen die Nase an, hier hinten, schieben das wieder rein, bis es nicht weitergeht. So, und dann mit Schmackes, zack, und wir haben anderthalb Löcher. Und jetzt wieder hier, setzen das an. Und jetzt haben wir nämlich diese beiden Löcher schon. Wenn wir jetzt hier wieder in die Mitte gehen würden, käme wieder hier ein Loch, also dieses Doppelte, das wollen wir nicht. Also setzen wir wieder an der anderen Seite an, an dem Ende von der langen Seite quasi. Das ist der hier. Also man braucht schon ein bisschen Schmackes mit dem Ding. Ein bisschen Schmackes im Arm. So, und bei dem letzten
können wir ja nur noch so ein bisschen ahnen, wo das liegen hätte sollen, weil es nicht mehr weitergeht, aber wir brauchen dann noch ein Loch. So. Da haben wir unseren Konfetti. Am Anfang, als ich angefangen habe zu bei Stamping Up, habe ich sowas immer noch aufbewahrt, weil ich immer gedacht habe, ja, vielleicht braucht man noch mal für irgendwas Konfetti. Ich habe es dann irgendwann entsorgt, weil ich habe noch keine Verwendung dafür gefunden. Wenn ich irgendwann mal Konfetti brauche in Cardstock-Farbe, dann bin ich abend dran, dann muss ich mich dran setzen. Aber ich schmeiße es einfach weg. So, das ist jetzt unsere Kiste in Grundform. Jetzt könnte man alles nachfalten. Ja, kann ich bei diesem auch schon machen. Das wollte ich gerne behalten für meine Teilnehmer. Dies hier wird nämlich die Verpackung auf dem Workshop. Dafür drehe ich auch das Video. Wir sind mittlerweile im Oktober 2017. Wir fangen an mit Weihnachtsdeko. Die Karte, die es dazu gibt, sieht so aus. Und die Verpackung wird sehr ähnlich, allerdings mit Schneehandschuhen statt mit Winterlandschaft. Aber eben die gleiche Tonart, damit es auch zusammenpasst und man es vielleicht gemeinsam verschenken kann. Schauen wir mal. So, wir müssen falten. Und zwar falte ich zuerst die großen Ecken. Und dann gibt es einen ganz leichten Kniff, wie wir dieses hier gefaltet kriegen. Nämlich indem du einfach diese Falz jetzt nach innen schiebst, faltet sich dieses Dreieck quasi automatisch. Siehst du das? Und mehr braucht das auch nicht gefaltet sein, denn eigentlich steht es ja sowieso auf. Nochmal. Wir nehmen einfach das nach innen und dann faltet sich das Dreieck quasi automatisch. So, wenn wir das gleich zusammenkleben und die Bodenlaschen zusammenkleben, dann könnt ihr das schon erahnen, wie die Kiste wird. Aber bevor ihr das zusammenklebt, ist Dekorieren angesagt. Wenn ihr eine weiße Kiste baut oder eine weiße Tüte baut, könntet ihr die ja jetzt auch bestempeln. Ich werde sie ausdekorieren mit diesem Designpapier, was ich hier schon benutzt habe. Das werde ich in der Tüte wiederholen. Ich zeige euch nachher noch ein Foto von dem fertigen Tüte. Das hier ist auf jeden Fall erstmal der Tütengrundkurs. Ich klebe sie jetzt nicht zusammen, weil ich sie gleich gerne noch dekorieren möchte. Wie gesagt, die roten müssen mit Klebe voll. Also hier die Lasche. Das ist diese Lasche. Da kommt Klebe dran. Und dann wird es zusammengeklebt. Und dann haben wir quasi ja schon die Tüte. Und dann kommen hier nur die kleinen nach innen, die großen da drauf. Und dann ist die Tüte quasi schon fertig. Das kriegt ihr ohne mich hin, ne? Sehr schön. Ja, das war das. Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten. Tolles Teil. 23 Euro finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel. Dafür, dass man also im Ratzfatz eine Tüte herstellen kann für jede Gelegenheit. Oben Geschleifenband durch, irgendein Anhänger dran und schon fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich einfach an, schreibt es in die Kommentare, schickt mir eine Mail, ruft mich an. ja, wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und jetzt zeige ich euch nochmal die ganz fertig ausdekorierte Tüte und wünsche euch einen tollen Tag. Tschüss!